Hey, ganz kurz bevor die neue Folge beginnt, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn du da draußen noch kein Abonnent bist, dann tu uns doch den kleinen Gefallen und klick einfach auf den Sub-Button unter dem Video. Okay, schau, am Ende des Tages kannst du uns immer noch die abonnieren. Wir werden dir auch nicht böse sein. Wirklich. Indianer-Ehrenwort. Aber es wäre doch schon irgendwie dumm, sich von vornherein stundenlang Gratis-Content entgehen zu lassen, oder nicht? Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose. Hype. Jungs, heute ist ein schöner Sonntag. Ja. Mir strahlt die Sonne einfach richtig penetrant ins Zimmer. Wie geht's euch? Wirklich schön, Top. Die Sonne scheint ja. Bei mir kommt keine Sonne an, leider. Das boostet meine Feelings. Tobi, ich könnte dir gerne Sonne abgeben, bei mir ist einfach zu viel. Ja, nice, Rekuba. Ja, okay. Per Express-Paket. Junge. Kommt übermorgen. Natürlich. Wie viel kostet das dann? Kostet das dann einen großen Aufpreis? Ja, kostet 5 Euro mehr. Ja, geht auf deine Tasche, Koya, ne? Ja, ich würde mal sagen, der Absender zahlt. Ja. Ja, ich bin ja Kleinunternehmen. Ist ja hier kein großes Versandhaus oder so, sondern Privatanbieter. Jungs, bevor ich wieder gefamed werde, das kurz viel rumlabern am Anfang. Wie geht's euch? Frage, wie geht's euch? Kam doch gerade schon, oder nicht? Nee. Ja, Tobi, du hast nicht richtig zugehört. Also mir geht es subi. Ja, mir auch. Yannick, was hast du diese Woche erlebt? Was hast du denn gestern so gemacht, Yannick? Gestern habe ich, das ist jetzt wirklich eine Überraschung, sage ich jetzt mal, was ich gestern gemacht habe. Ich habe Bier gebraucht. Und sonst so? Sag mal, ich hab mal eine generelle Frage zum Bierbrauen, Yannick, ne? Ja. Wenn ihr jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende Bier braut, wie viel Bier trinkt ihr dann, dass ihr quasi nicht zu Hause irgendwann ein riesiges Schlechte Lager Frage, von Bier habt? Schlechte Frage, Koya. Also erstmal das ganze Bier, das teilt sich ja durch drei auf jeden Fall schon mal. Na gut, dann ist die Menge an Bier. Plus wir brauen ja auch nicht jedes Mal irgendwie 30, 40 Liter oder so, sondern die letzten Male haben wir jetzt eigentlich nur 10 Liter teilweise gebraut oder so, weil das halt. Ja, gut, das geht ja auch in der Woche mal easy weg. Ich habe das aber auch schon mal erklärt, Tobi, für so Dullis wie dich, dass verschiedene Sorten von Bier auch eine verschiedene Reife und Gärzeit haben und somit das eine Bier halt über einen Monat braucht, bis es halt trinkbar ist. Also von daher. Naja, aber ich meine, wenn du jede zweite Woche Bier brauchst, dann ist ja nicht so als. Wird das dadurch, dass es lange braucht zum Gären, oder wie nennt man das? Heißt das Gären? Ja. Also ich meine, das Bier verschwindet dann ja nicht dadurch, sondern du hast dann ja quasi immer konstant neu viel Bier, was du gebraut hast. Ja, aber dann trinke ich halt das, was dann schneller fertig ist, in 4 Wochen oder so. Und wenn diese 4 Wochen vorbei sind, dann fange ich halt an, das zu trinken, was halt lange gebraucht hat. Dann gleicht sich das so, dann habe ich doch halt durchgehend was zu trinken. Verstehst du das? Ja, ist ja auch scheißegal. Wir wissen alle, dass der Yannick kein Bier trinkt. Ich habe aber wirklich seit Corona weniger Bier getrunken. Also von, naja, das ist frech. Weniger Bier getrunken, mehr Bier gebraut. Das läuft ja alles in die Autokratie. In die richtige Richtung. Die Selbstversorgung. Ja. Und der Selbstversorgung halt eigentlich wild. Ich kaufe bald einen Bauernhof und ich gehe nicht mehr einkaufen. No joke, eigentlich wild. Werden die Tiere gezüchtet? Ey, ich hab gerade echt so krasse Minecraft-Flashbacks, weil Tobi und ich sind momentan voll im Minecraft-Hustle. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal irgendwie ein bisschen angerissen, dass Yannick ein Plugin für einen Minecraft-Server programmiert. Oder quasi am Erstellen ist momentan. Und Tobi und ich spielen momentan die neueste Version von Minecraft, dass, wenn der Server dann mit dem Plugin online geht, dass wir dann ein Imperium erschaffen. Genau. Und no joke, ich habe in den letzten Tagen zu viel Minecraft gespielt. Also ich habe wirklich Minecraft gespielt. Es ist auch so insane. Gestern, ich weiß nicht, irgendwann wann bin ich aufgegangen, um 1 Uhr oder so. Ja, 12:30, ja. Ey, dann
war ich auf YouTube, habe genau die Farm gefunden, die ich bauen wollte, bin noch mal online gekommen, habe alle Rohstoffe eingesammelt, die ich zum Farmenbau brauche, habe mir angeguckt, wie man das macht. Ja, dann hast du die Farm noch gebaut. Nee, nicht ganz. Das war dann zu aufwendig. Schwach. Aber dann, cool, was willst du denn für eine Farm bauen? Eine Raid-Farm mit Pillagern. Oha. Nein, aber warte, die Sache ist, dann habe ich mir noch Videos von anderen Farmen angeguckt und dann war es irgendwann 5 Uhr und dann war ich so, oh. Minecraft deswegen, addicted. Deswegen bin ich heute Morgen aufgewacht und war erstmal so, gar keinen Bock. Dann bist du heute Morgen ins Bett gegangen, oder? Was? War das mein Plugin? Nee, ist okay. Das ist eigentlich so gut wie fertig. PogChamp. Also das, was jetzt halt noch fehlt, ist ein Aktienthema, was du ja haben wolltest. Aha. Ja, und halt dann die Visualisierung dieser Aktienkurse dann. Ja, wir müssen erstmal dann auch testen, dass alles läuft, dann müssen wir noch Regeln festlegen. Ja, true, ist noch ganz viel Arbeit. Ja gut, aber das Plugin an sich ist also auf einem guten Weg. Für Jumpus. Für den Server. Jungs, habt ihr denn die letzte Woche irgendwas großartig gekauft? habt ihr die Black Friday Week irgendwo ausgenutzt? Ich glaube, die Frage wollte Koya ausstellen. ich habe tatsächlich, ich glaube, die ganze Woche nichts gekauft, aber am Freitag kam natürlich wieder ein Peso-Drop. Da habe ich mich nicht lumpen lassen und mir mal ein T-Shirt bestellt. Und dann dachte ich auch eigentlich, das wäre es gewesen. Und dann irgendwie so am Black Friday, so um 23 Uhr, habe ich mich nicht lumpen lassen und habe mir nochmal einen Rucksack bestellt, den ich irgendwie... Alter. Ja, keine Ahnung, ich habe so seit so, ich glaube schon über einem Jahr so überlegt, ob ich mir den kaufen sollte, so, weil der ist halt recht teuer. Und ja, gestern habe ich mich dann, am Freitag habe ich mich dann einfach entschlossen, jetzt kurz einen Prozess zu machen und reinbestellt. Aber was ist das? Also, das ist doch so dumm, dass... Also es hat ja alles angefangen mit dem Black Friday, also mit dem Freitag. Und dann haben die Leute irgendwann gedacht, so, yo, lass doch einfach dann Black Weekend machen und dann auf einmal Black Week und dann irgendwann Black Month. Und das ist einfach... Also Black Month habe ich noch nicht gehört. Ja, es ist einfach insane. Also ich habe, glaube ich, schon da vor zwei Wochen... Da hat die armen Amazon-Mitarbeiter. Ich habe, glaube ich, schon vor zwei Wochen bei irgendwelchen auf irgendwelchen Seiten irgendwelche Angebote gesehen, wo die dann quasi so ein bisschen für Black Friday so ein bisschen vorgewärmt haben, waren da sich, oh, jetzt hauen wir schon mal so nice kleine Angebote raus. So nice Angebote. Digga, ich finde es aber auch manchmal so sehr entlarvend, ne? Gerade, also wenn man so auf Amazon sieht, da gibt es halt wirklich so Brands, die immer, wenn irgendeine Aktion ist, immer so um 50% reduzieren. So, da merkt man halt so, Junge, die machen Marge wie sonst was. Kannst du eigentlich nicht kaufen. Zum Beispiel ist mir das aufgefallen, bei Amazon sind immer Nahrungsergänzungsmittel, weil ich habe sogar eins von denen hier, von dieser Firma hier, im Angebot. Immer, jedes Mal. Oh Gott. Und, Digga, ich finde, also, da muss man auch mal drauf achten, so ein bisschen, wer da so freche Angebote immer macht. Ja, ich meine, das ist halt auch bei Amazon zum Beispiel einfach zum größten Teil Schrott. Das Einzige, was man, finde ich, bei Amazon zum Beispiel im Black Friday kaufen kann, sind Amazon-Produkte. Also wie die Echos und die Smart-Home-Produkte. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das Gefühl, bei Amazon gibt es mittlerweile nur noch Trash. Irgendwie so viele Technikprodukte und so gibt es irgendwie momentan gar nicht mal bei Amazon. Also das Einzige, was ich noch überlegt hatte, da war, es gab auch Angebote von Bosch, ob ich mir dafür 36 Euro einen Winkelschleifer kaufe von Bosch Professional. Natürlich. Ich meine, Winkelschleifer kann man eigentlich immer mal gebrauchen, aber halt, habe ich doch Junge. Ich habe auch gesehen, hier dein Kartenreader war auch schon wieder im Angebot. Sag mal, Janik, willst du mit dem Winkelschneider dann flexen? Ich will mit dem Winkelschleifer dann flexen, ja. Sehe ich mich auf jeden Fall. Na, ich weiß nicht, also ich habe mir weggeflext. Nichts gegönnt. Aber ich muss sagen, ich mag es auch nicht, wenn dann immer so... Also ich mag es nicht, wenn es überlaufen ist. Ich mag es, wenn ich irgendwo sehe, oh nice, es gibt hier so ein Angebot und für ein Produkt, was mich interessiert. Aber ich mag es nicht, wenn irgendwie alles reduziert ist und dann hier, kauf davon zwei und du bekommst noch ein drittes gratis und dann hier gibt es so und so viel Rabatt und so hier, also, I don't know, irgendwie finde ich jetzt nicht so schlimm. Black Friday irgendwie immer ein bisschen zu meiden. Gut, ich habe beim Black Friday irgendwie ein bisschen mehr zugeschlagen, muss ich sagen. Jetzt kommt's.
Ich habe mir relativ viel gekauft, sag ich jetzt mal. Ich habe für meine Switch habe ich mir noch Zubehör geholt, weil das halt war jetzt easy im Angebot, habe ich mitgenommen. Nimm mal mit. Ich habe mir, weil seit Ewigkeiten schon meine Tastatur so ein bisschen wrack ist und ich, wenn ich bei der O-Taste zum Beispiel, habe ich das, dass ich die Taste einmal drücke und dann irgendwann manchmal random zwei oder drei O's einfach kommen. Und das ist halt einfach ultra annoying, auch beim Programmieren. Habe ich mir eine neue Tastatur gegönnt. Das habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich mal nach Tastaturen gucke, aber ich habe keine gute gefunden. Ich habe jetzt halt eine G Pro von Logitech geholt. Ich habe mir neuen Xbox-Controller geholt, weil meiner im Arsch ist. Im Arsch war schon fast. Durch das ganze Scheiß Rocket League spielen. Ja, halt irgendwie so Smart Home Scheiß ein bisschen. Ich habe mir schon mal die Weihnachtsgeschenke für meine Eltern gekauft. Das ist Und Feifett. Ja. ja, das hätte ich, glaube ich, machen sollen. Also es gibt nichts, wo ich irgendwie so triggert war, jetzt irgendwas zu kaufen. Aber ich glaube, Geschenke zu holen wär Bock gewesen. Ne, deshalb, da waren eigentlich auch ein paar Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, ist ein gutes Geschenk. Rein da. Das war halt gut reduziert, also von daher. Ja, und die größte Investition war eigentlich dann 3D-Drucker. Zu dem Thema kommt ja noch mal was Also du hast dir rein. wirklich einen 3D-Drucker Wann hast du gekauft? denn den 3D-Drucker gekauft, Janik? Am Mittwoch, glaube ich. Mittwoch oder Oha. ich glaube, Mittwochabend habe ich den gekauft. Und wie viel Der kostet so ist. ein 3D-Drucker so circa? Koya hat Der eben hat gesagt jetzt. 4000 Euro. Ne, der hat jetzt im Angebot 290 gekostet. Der Ja, hätte war auch. Koya ja knapp dabei mit 4000, oder? Ja, ne, der hätte sonst 370 gekostet oder so. Na, I Der mean, es weiß. gibt ja auch 3D-Drucker, die fucking teuer sind. Nee, Ja, ne, Koya, es klar, gibt da aber. auch Autos, die kosten 1,5 Millionen. Ja, es ist nur die Also ich Sache, bin wenn du auf dir einen jeden Fall. 3D-Drucker kaufst und dann halt einen vernünftigen kaufst, dann sind die Nummer ein bisschen teurer. Ja, kannst du auch sagen, wenn du ein Das ist ein vernünftiges Auto vernünftiger. kaufst, dann kostet der halt 50.000 Euro. Also das ist schon ein vernünftiger 3D-Drucker. Ich hatte schon mal vorher einen, der hat 90 Euro gekostet. Das war so ein richtiger Na moin. China-Bomber. Also vor 3 Jahren oder so. Und ja, das war halt wirklich nicht nice. Aber der, also ich bin mit den Druckergebnissen eigentlich bisher ziemlich zufrieden. Und Ich habe was jetzt hast du über, gedruckt? ich habe heute Nacht so einen Koala einmal gedruckt. Hey, Der aber ist sieht süß. übelst nice aus eigentlich, oder? Ja, ist ja auch übel nice. Ich habe dann Wie ist das über so vom Nacht. Material? Wie fühlt sich das an? Ist halt Plastik, ne? Also Also, so Hartplastik. ja, ist auf jeden Fall sehr stabil. Okay, ich habe nichts gesagt. Janek hat wirklich den Rolls-Royce und hat den 3D-Druckern gekauft. Ich habe Gute hier, ich weiß nicht, Investition. ob Kolja das erkennt. So einen kleinen Frosch. So einen kleinen Mittwochsfrosch habe ich gedruckt. Oh. Ja, und dann habe ich heute Nacht noch, und da habe ich dann gemerkt, man sollte nicht spontan Druck starten, habe ich angefangen, den Mandalorian zu drucken. Junge. Aber das Problem ist, ich habe nicht richtig nachgedacht und der stand dann halt nur auf seinen Füßen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die meisten 3D-Drucker funktionieren. Die haben ja so ein bewegendes Druckbett. Das heißt, er ist irgendwann heute Nacht halt umgefallen durch die Bewegung von dem Druckbett und hat dann einfach nur noch in der Luft weitergedruckt. Deshalb ist er ein bisschen. Natürlich. Aber ich finde ihn so von den Details her, Ja, ich muss euch gleich mal aber bei das WhatsApp ein muss Bild schicken, doch, so ist halt. also, das muss doch irgendwie, da, also gibt ja ein Vorlagefühl, da müssen die das ja doch irgendwie durchdacht haben. Ja, ich meine, gibt ja auch verschiedene Drucker, gibt ja auch Ja, Drucker, okay. da bewegt sich das Druckbett nicht. Ich hätte halt einfach nachdenken sollen. Da habe ich jetzt zu, ich Nachdenken habe das auch schadet nie, gelernt, ne? dass ich halt einfach irgendwie eine Platte darunter mache. Ich kann euch bei WhatsApp gleich mal ein Close-up davon schicken. Sieht nämlich eigentlich Ja, seht ihr wirklich dann in wirklich. unserer Instagram, auf unserer Instagram-Seite? True. Endlich mal wieder Content. Lul. Nice, Jungs. Naja, bei Nee, Yannick, ist wild. jetzt nur die Frage, wann druckst du die ersten Waffen? Hast schon seriöse Projekte geplant mit deinem 3D-Drucker? Nee, Waffen auf jeden Fall nicht. Ja, Auf also zum jeden Fall einen. nicht. Nee, nee. Ja, halt nur, wenn zu Dekorationszwecken keine, die jetzt wirklich Naja. funktionieren sollen, ne? Ey, shit, damit kannst du ja voll geil so Props für irgendwelche Videos quasi drucken. Also einfach mal eben so, ja, ich mache jetzt hier mal eben, keine Ahnung. Gut, einfach mal eben ist jetzt auch nicht so. Der Koala hat jetzt, glaube ich, 5 Stunden gedruckt. Ja, Der gut. Kleine Chillig. hier. Ich habe echt, also für so ein paar Elektronikprodukte ist das halt ganz nice. Für so ein paar Projekte, die ich mit meinem Vater habe. Dafür halt Bauteile zu drucken. Ich überlege jetzt halt auch gerade hier,
anstatt mir ein LED-Panel zu kaufen, irgendwas Lustiges selber zu bauen und dann dafür halt das Case zu drucken. Und was ich auch noch vorhatte, nachdem ich jetzt auf Disney Mandalorian geguckt habe, habe ich auf jeden Fall richtig Bock bekommen, mir den Helm zu drucken in Life-Size. Ist allerdings ein 3-Tages-Druckprojekt. Also der Drucker druckt dann einfach mal eben straight 3 Tage durch. Wie verhält sich das mit Materialkosten? Also das ist ja wahrscheinlich dann irgendwie so Granulat, was Ja, man geht dann brennt schon und Richtung so. Nee, 4000 Euro, glaube ich, ja. das sind mindestens, also der Helm kostet dann schon um die 500 Euro. Nee, Was? Spaß. Also, Jo. das war ein Joke. Das war ein Joke, what the fuck. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, der Helm verbraucht, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob man dafür ein Kilo. Vorhin, der kann eigentlich nicht sein. Ein halbes Kilo Filament oder sowas. Und ein Kilo Filament kostet 20 Euro. Ja, gut. Entspannt. Das ist legit. Kann Ja, man ja von mal daher. machen, ne? Der, also ich finde es jetzt halt Beschweren kann man sich da preislich. eher weniger. Ja. Ist preistechnisch jetzt echt kein Problem, finde ich. Nee, ist Aber stabil. also das funktioniert dann irgendwie so, dass du dieses Filament dann da reintust. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie so erhitzt und dann einfach da so drauf Ja, also im gedruckt, ne? Endeffekt, du hast halt eine Rolle, da ist das aufgerollt und dann gibt es einen Motor, der zieht das Filament in den sogenannten Extruder rein, wo das dann halt erhitzt wird, flüssig gemacht wird und dann wird es halt durch eine Düse rausgedrückt und dann Ja, okay. halt quasi draufgelegt, so. Ja. Wild. Ist schon Progress. Ich Oder überlege, also was? ja, ich habe auch mal nachgedacht über so einen 3D-Drucker, aber ich finde irgendwie, also I don't know, ich habe das Gefühl, wenn man, also mir wird irgendwie nicht so mega Sinnvolles einfallen, was ich dann jetzt drucken würde. Irgendwie bei mir wäre es dann halt auch eher so, yo, ich würde halt Sachen drucken, weil ich so einen 3D-Drucker hätte. Und nicht Du würdest halt andersrum. eher so Figuren auch so zu Dekorationszwecken drucken. Genau. Wahrscheinlich. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber bei mir ist es halt echt so, ich habe halt öfter mal so kleine Spaßideen, wo ich dann irgendwas baue mit Ja, irgendwie dann ist das auf welchen jeden Fall funny. Elektronikteilen und so. Und dann halt einfach mal kurz ein Gehäuse oder so zu modellieren, das zu drucken. Schnell. Ist halt schon Stimmt, du musst ja nice. natürlich auch noch selber ein Modell machen, ne? Ja, klar, wenn ich irgendwie Custom was machen möchte, schon. Aber. Ich sag mal so, ist für andere Sachen, es gibt so viele Modelle im Internet. Ja. Das ist Nee, schon ist ziemlich nice. nice. Wait, du hast dann ja auch einfach unlimited Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, weil du einfach immer Theoretisch. irgendjemand irgendwas drucken kannst. Ich kann einfach. Gut, das Einzige ist natürlich, so eine weiße Figur, sag ich jetzt mal, ist halt relativ langweilig, Ja, ne? muss er noch anmalen Ja, jetzt, muss man ja. halt noch anmalen dann. Aber halt vorher auch Auf nochmal dem schleifen oder Koala ein so. paar Augen machen. Ne? Jetzt wirst du noch so, wie nennt man das so, Feinkünstler, I don't know. Ja, diese Leute, die ganzen Mini-Spielfiguren da Nee, anpainten. ja, ich nee. wollte gerade sagen, ey, das ist doch 3D-Drucker haben doch safe den Markt für diese ganzen Warhammer-Sachen und so voll kaputt gemacht, weil die Leute sich das einfach zu Hause drucken können. Das stimmt, dass du diese, da gab es immer diese komischen Stores für, ne? Auch im Zentrum gab Ja, es so einen genau. Laden für diese komischen So Figuren musst du halt drin. einfach nur hinrennen, um halt Farbe zu kaufen, aber musst ja halt nicht Ja, diese gut. Plastikdinger kaufen. Besser Ja, das ist stimmt es. schon. Vor allem, weil diese Figuren ja auch safe übel überteuert waren. Ja, safe. Ja, garantiert. da ist uns aber. Ich habe mit ein paar Kollegen letztens geguckt, wie teuer Lego mittlerweile geworden ist. Ich meine, Lego war ja früher schon überteuert, aber ich habe das Gefühl, Lego ist jetzt noch mal mehr überteuert geworden als früher Inwiefern schon. meinst du diese Sets oder was? Ja, klar. Ja, diese Sets sind halt immer übelst teuer, ne? Aber ich fand, früher war das nicht so schlimm wie Also vor allen jetzt. Dingen, wenn das noch irgendwas lizenziertes ist, irgendwie, ja, nicht von Star Wars oder so, Ja, zahlst halt true. Vermögen. Ja, Deswegen das gibt ist es aber schon. ja auch diese ganzen Fake-Lego-Sachen. Also quasi diese Steine, die. Also ich meine, wenn du online oder generell, wenn du irgendwie, keine Ahnung, gerne Lego baust und dann große Projekte hast und so riesige Sachen bauen möchtest, viele Leute kaufen sich dann ja kein Lego mehr, sondern quasi so Fake-Steine im Internet, die Ach, halt das ist wesentlich aber günstiger sind. Weird-Champ. Ja, Ja, ist halt aber. schon irgendwie, aber guck dir mal die Preise von Lego an. Naja, Dann baue I ich don't lieber halt know. irgendwie mit so Fake-Steinen. Weil ich meine, es geht mir auch nicht darum, im Endeffekt, dass ich das geile Modell da stehen habe, sondern bei Lego geht es halt eigentlich eher ums Zusammenbauen. Weil du Bock hast, Ja. das zusammenzubauen. Aber ich Und glaube, dann kannst du auch mit anderen Steinen.
Ich glaube, die Firma Lego stand in letzter Zeit echt oft auch in den Kritik, so, ne? Frag mal Held der Steine. Ja. Ja, aber ich glaube auch so international schon, oder? I don't know. Aber auch Held der Steine. Ich frag mich, wie der Typ so viel Erfolg haben kann. Also jetzt nicht böse gemeint oder so, aber sondern er macht ja nur Lego-Content. Ich find's krass, dass so viele Leute das irgendwie nice feiern. Das ist, glaube ich, der nicht nur Lego-Sachen. Es ist ja, glaube ich, nicht nur das Lego an sich, sondern halt auch seine Persönlichkeit, wegen der Leute seine Videos gucken, würde ich jetzt mal denken. Ich meine, ich gucke den selber nicht, aber er ist halt schon irgendwie safe. Korrekter Typ, so von daher. Ja, ich weiß nicht, mich hat es einfach nur irgendwie überrascht. Also ich meine, es gibt ja auch super viele Memes über den. Aber dass man so viel Erfolg haben kann mit Lego, hätte man mir das vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder so gesagt, dass ein deutscher YouTuber richtig viel Erfolg damit hat, hätte ich so gesagt, so, yo, okay, safe nicht. Aber Lego-YouTuber, hier gab es doch auch mal irgendwie so einen Lego-YouTuber, bei dem eingebrochen wurde oder so, der irgendwie so eine riesige Lego-Sammlung hatte. Dann hat er so ein Verabschiedungsvideo auf seinem Kanal gemacht, wo der irgendwie 50 Subs oder so hatte, wo der geweint hat und dann jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Abos der hat. Aber das ist, glaube ich, ein Amerikaner oder Engländer? Ne, ich glaube, das war ein Franzose eher oder so. Was, ein Franzose? Ja, das ist ein Franzose. Der hat jetzt mittlerweile 1,1 Millionen Subs, der Typ. Ja, aber der Kanal von dem ist, glaube ich, auf Englisch, oder nicht? Ja, der Kanal ist auf Englisch, aber. Ja, okay. Franzosen, die Englisch reden, wild. Ja. Ja, der hat immer so Lego Star Wars Videos hochgeladen. Irgendwann wurde bei dem eingebrochen und alles zerstört und geklaut. Jetzt zerstört es halt noch asozialer. Ja, das ist Quatsch. Aber apropos nicht. Franzosen, die Englisch reden, es gibt einen französischen YouTuber, den ich voll empfehlen kann. Der heißt, glaube ich, irgendwie Alex irgendwas. Der macht so Kochvideos. Also zum Beispiel, Alex, der hat immer dann irgendwas. Videoreihen, zum Beispiel die perfekte Soße. Und dann, keine Ahnung, sind das so 4 Videos und dann, keine Ahnung, guckt er sich am Anfang irgendeine Soße an. Er holt dann zum Beispiel dafür die ganzen Sachen, die da reinkommen. Und macht dann, keine Ahnung, in diesen 4 Videos dann irgendwann die Soße und macht die dann noch besser, verbessert die. Und so. Achso, der ist legit einfach nur Alex auf YouTube, wild. Heißt der nur Alex? Der ist einfach nur Alex. Ja, zum Beispiel hat er auch bei sich zu Hause einen, beziehungsweise bei sich im Studio, der hat, glaube ich, irgendwie so ein Arbeitsstudio-Ding, hat der einen eigenen Steinpizzaofen gebaut, weil er halt auch so Elektrotechnik, glaube ich, studiert hat oder das irgendwie mal beruflich gemacht hat. Und dann baut er sich da halt quasi so selber so einen Ofen. Und das ist übel wild und quasi der, wie soll ich sagen, das Endergebnis ist, dass er dann halt eine Steinofenpizza macht. So das wäre wieder so ein weirdes Ziel von der letzten Folge, irgendwie so einen nicen, so einen Pizzaofen, Digga, das ist auch sehr wild. Ey, Pizza generell ist auch einfach so ein, ich glaube, ist halt nochmal ganz so andere, nee, ich glaube, da wäre ich eher Pizzaofen. Ich glaube, bevor ich einen Pizzaofen haben will, will ich lieber so einen Flattop-Grill haben. Also so eine Kochplatte, wie die quasi beim, sag jetzt mal, ich glaube, am einfachsten zu erklären, wie beim Asiaten haben. Ah, wo die quasi so quasi so eine riesige Pfanne haben, die einfach so ein Stein ist, so eine Platte. Genau, genau. Ja, das ist ja auch nice, ja, das stimmt. Eine riesige Pfanne, die einfach so ein Stein ist, ja, genau. Genau. Nice. Ja, aber sowas finde ich das ist echt auch nice, ja. Weil da kannst du halt einfach auf der einen Fläche alles gleichzeitig machen. So, das schon. Ja. Aber das gibt es doch, glaube ich, auch richtig viel bei so anderen Fastfood-Restaurants, oder nicht? Wo die dann drauf tun. Klar, aber ich glaube, das war jetzt trotzdem irgendwie das einfachste Beispiel. Ich glaube, bei so Burger King und Mc's machen die auch immer alles mit diesem Plan. Wie heißt denn noch dieses Restaurant, wo die ganze Zeit asiatisch vor dir kochen? Hibachi oder so? Heißt das nicht so? Da gibt es doch diese amerikanische Kette, die in wirklich jeder Serie und jeder Sendung mal irgendwie vorkam. Ach so, vorkam. Ja gut, wo die Leute dann so alle da drum sitzen und ja, so. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay, so. Ja gut. Ich glaub, das heißt die Butchi. Ist auch so wild. Der Tobi, aber bei Burger King zum Beispiel, glaube ich, da machen die das, zumindest die Patties ja eigentlich, sagen die immer mit diesem Flame Grilled.
Da habe ich mal ein Video drüber gesehen, dass Ja, Burger genau King dafür so. ja so einen eigenen Ofen gebaut hat oder so, der Erfinder, wo die Dinger wirklich so richtig heiß erhitzt oder halt gebraten werden, ganz schnell. Ja, Auch wenn dann, die vorher ich trotzdem eingefroren sind. Aber glaube, bei Mac ist es aber so. Ja, aber I don't know, ist ja ja. scheißegal. Der finde ich auf Nee, jeden aber Fall das ist sehr natürlich sweet. auch ganz geil. Weil ich muss sagen, ich bin auch, glaube ich, eher dann so ein Burger-Mensch als ein Pizza-Mensch, deshalb. Burger ist auch geil, aber wenn du so eine richtig nice Pizza hast, so mit so richtig Steinofen, Digga, ist auch krass. Ist ja geil, aber ich finde trotzdem Burger geil als Pizza, ist einfach Also, no so. joke, Ja, würde ich glaube ich so eine spontan richtige aussagen, aber. italienische Pizza, wo du Ja. quasi dann so einen richtig dünnen Teig hast unten, Ja, safe. und an der Seite ist der Rand dann irgendwie so dicker und dann so ein bisschen Käse drauf und am Muss ich Ende dann sagen, würde ich noch. sogar, glaube ich, lieber Flammkuchen essen als. Nee, geh mir Also, weg mit Flammkuchen, Junge. Bruder, Nee. Ja, Jetzt nein. hast du jede Kredibilität verloren, Junge. Nee. Junge, haut der Flammkuchen raus, Alter. Also Flammkuchen ist auch schon nice, so, Nee. aber es kommt niemals an Pizza dran. Es kommt niemals an Pizza dran. Flammkuchen Trash. Oha. Direkt Ja. Trash einfach. Ja. Frech. Ja, aber auch alleine, weil auf Flammkuchen ist ja, glaube ich, normalerweise immer nicht Speck drauf. Wie heißt der Bums? Schinken, oder nicht? Ist das nicht so Speck? Glaubst du das Speck? Ne, Moment. Oder Alleine. Schinkenspeck, was auch immer du haben willst. Alleine deswegen ist es schon nicht so nice wie Digga, eine und da ist auch normale einfach so Margherita. Frischkäsezeug drauf. Digga, was will ich mit Frischkäsezeug, Creme Alter? fraîche, bist du lost, Alter. Es Ja, gibt ja aber das ist doch Frischkäse. Du immer bist da einfach nur drauf, oder blöd, nicht? Tobi. Wenn man keine Ahnung hat, ne? Erstmal Schnauze. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das immer über Pizza drüber setzen würde, aber ich weiß nicht so. Jetzt gerade in dem Moment hätte ich. Gut, ich habe auch am Freitag das letzte Mal Pizza gegessen, aber hätte ich wahrscheinlich eher mehr Bock auf Flammkuchen. Ist immer situationsabhängig. Pizza ist natürlich schon sick, aber Na, Burger ist no immer joke. noch. Ja, wenn wir uns mit 14 mit unseren Kindern treffen, dann mache ich dir mal eine richtig nice Pizza, Janik. Boah, In danke. deinem eigenen Steinofen. Ja. Ey, aber no joke. Ich glaube. Ey, Also, übrigens wenn zu es dem meiner Thema mit Ges. den Kindern nochmal sehr guter Kommentar von Oscar. Da fehlen irgendwie noch die Frauen, ne? Ja, wir haben auch gesagt, mit wie viel wollen wir uns treffen? Mit 40? Ja. Ah, oh, wird klappen ja 35. langsam, ne? Ja, muss jetzt 35. mal Tinder rein da. Junge, Ja, einfach ich so meine, gut, Quest, es gibt da Life ja auch, Quest. gibt ja auf Tinder auch manche, die schon Kinder haben, Tobi, ne? Einfach Ja, so eine, dann ist perfekt, halt hä? easy. Ist halt nicht der Warum? leibliche Vater, ne, aber. Ja. Ey, das finde ich aber immer so weird. Also wirklich, ich habe nichts gegen Frauen, die daten Ich wollen habe oder nichts so, gegen Frauen. Okay, ja. die daten wollen und Kinder haben, aber ich finde, das kommt immer so ein bisschen aggressiv rüber, wenn die dann so Oha. als ersten Satz schreiben, so, ja, ich bin Mutter des tollsten Sohnes der Welt oder so. Und du denkst Ja, guck so, mal, ist okay, doch gut, Win-Win, dann hast du direkt den besten Sohn da mit dabei. Genau, ich meine, 2 in 1, ich Alter. glaube, das wäre weniger problematisch, wenn das jetzt, sage ich mal, nicht in unserer Altersklasse Ja, wäre. okay. Nein, nein, guck mal, warte, das ist auch nicht schlimm, dass die so früh quasi Kinder haben oder in dem Alter Kinder haben, sondern so, ich fühle es halt nicht, wenn du als ersten Satz von dieser Person erfährst, ja, die hat ein Kind. So, Ja, das ist du ja, weißt, glaube ich, du dann auch kennst schon ein richtig Fact, den man kennst. droppen muss. Ja, Ja. natürlich, Ja, es ist eben. sicherlich auch Das will irgendwie ich schon wichtig zu wissen wissen. oder so. Von Anfang an. Aber ich Will ich finde schon es. wissen, wenn ich direkt ein Kind dazu kriege. Weiß ich, Kolja ist da beim 8. Date oder so und dann, oh, ich bin übrigens Ja, ich Mutter, habe hier ist übrigens mein noch vier Sohn. Kinder, ne, aber. Ja, aber also ich weiß nicht, Schräg. ich kann es ein bisschen verstehen, wenn man quasi so, wenn man sagt, als Frau, also als junge Frau, die ein Kind hat, dass man quasi das nicht von Anfang an direkt so groß macht zu so einem Thema. Also natürlich finde ich, sollte man das irgendwie dann schon klar kommunizieren, dass man ein Kind hat. Aber ja, I don't know, Ja, man kann es ich weiß natürlich zu nicht. den einzelnen Facts dazu schreiben, so, ja, ich bin so alt, ich bin so groß, ich habe zwei Kinder. So, Ja, genau. einfach so Da kommt das Lebenslauf. genauso weird, Alter. Das ist halt irgendwie. Ja. Ja, ich weiß nicht. Es ist aber, also, I don't know. So als Typ, als junger Typ hier. Aber wie würdest du das machen, wenn du jetzt so ein Kind hättest und dann so tindern würdest? Ja, einfach als ersten Satz dahin schreiben, oder nicht? Ja, willst du gar nicht erwähnen, oder was? Nein. Okay, Nee, die Sache okay. ist als
als Mann. Ich habe jeden Monat 50 Euro weniger wegen Unterhaltszahlung. 50 Euro. Dann weißt du auch direkt, dass du arm bist, so perfekt. Ja, aber guck mal, warte, Unterhalt heißt dann ja wieder, dass das Kind nicht bei mir lebt. Das heißt, beim Dating ist das ja quasi dann wieder kein, nicht unbedingt negativ. Das trotzdem, aber das könnte dann natürlich gut, auch ein Kontraargument sein für deine zukünftige Dating-Partnerin. Du bist einfach 21 und da musst du schon Unterhalt bezahlen. Das ist halt auf jeden Fall auch nicht so nice. Du bist einfach so 21, verdienst kein Geld und zahlst trotzdem Unterhalt. Alter, chill. Ja, es wird halt direkt so vom Staat, vom Kindergeld abgezwackt. Jo. Woanders wieder hingepackt. Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon schwierig, wenn du so früh Kinder hast und quasi dann keinen Partner fürs Leben. Ja. Aber hey, wenn ihr da draußen seid und das hört und Kinder habt, lasst euch davon nicht entmutigen. Pff. Der Richtige oder die Richtige. Ey, jetzt hältet Cole das weg und jetzt macht er so auf, ne? Nee, ich habe die ganze Zeit das nicht gehatet. Ich habe nur gesagt, dass... Also ich fühle diesen Weizen gar nicht. Janik und ich sind da tolerant, wir freuen uns. Wenn du den ersten Satz erwähnst, ja... Super. Okay, Tobi, nächstes Mal, wenn ich auf Tinder bin, Junge, ich schick dir jede, die ein Kind hat. Nice. So, erbarmungslos. Okay, nice. Ich muss das jetzt klarstellen. Ich habe nichts gegen junge Frauen, die Kinder haben und daten wollen. Absolut nicht. Aber ich fühle halt, wie gesagt, den Vibe nicht, wenn man das im ersten Satz erwähnt. Das ist so, als würdest du mit jemandem also sprechen. Also wenn ihr mit Cole matchen wollt, dann packt es dann Ende Hallo, der Beschreibung. Ich bin Veganer. Ja, okay, so. Gut. Den Vergleich hätte ich jetzt gleich auch als nächstes gemacht. Ja. Aber das ist halt schon true. So, man möchte das ja irgendwie dann vielleicht auch organisch erfahren, so vom anderen. Okay, ja. Sehr wild formuliert. Ja. Der eloquente Boss. Auf jeden Fall. Jungs, hättet ihr Bock, ein paar Fragen zu beantworten? Nee. Nee, eigentlich nicht. Ja, okay, perfekt. Können wir auch Ende machen, finde ich, ne? Jungs, ja, 30 Minuten reicht auch. Man muss ein bisschen wieder aufholen, ne? Letzte Woche haben wir überzogen, ne? Unabsichtlich. Ja. Ey, können wir mal bitte eigentlich darüber sprechen, wie krass unsere Viewtime, also Watchtime auf YouTube mittlerweile ist? Ich glaube, wir haben in den letzten zwei oder drei Folgen, ja, massive Shoutout, geht raus an alle Leute, die das hören. Ich glaube, in den letzten 2 oder 3 Folgen haben wir so viel Viewtime oder Watchtime gehabt. Das war insane. Ich glaube, jeweils... Ja gut, das könnte teilweise an den Bots liegen, die ich laufen habe, zum anderen, aber halt dann auch an den Zuhörern, das ist richtig. Fun und Scherz. Okay. Cole hat sich richtig enttarnt gefühlt. Ich hab gedacht, wir machen das so privat, nicht hier so im Podcast. Scheiße. Jo, rausschneiden, Tobi, rausschneiden, ne? Naja, nichts passiert. Nee, also ich war wirklich ein bisschen geschockt, als ich das teilweise gesehen habe, wie schnell wir da, keine Ahnung, die 10 Stunden Watchtime überwunden haben. Okay. Depp. Depp. Nice. Thank you. Shoutouts. Ja, Tobi, komm, hau raus. Fragen. Willst du doch Fragen haben? Let's go, ich bin heiß. Na, ich muss schon mal erstmal ankündigen, es sind viele so relativ seriöse und es ja, mehr oder weniger eine, die so ein bisschen aus Joke ist. Ihr also, seht deine Frau auf Tinder, die Kinder hat, was macht heute ihr? Wird seriös. Okay, erste Frage ist eigentlich schon krass. Glaubt ihr, dass Kinder, die heute geboren werden, ein besseres oder ein schlechteres Leben haben als ihre Eltern? Haben werden. Ich glaube generell gesehen ein besseres Leben. Also es gibt ja diese, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber es gibt ja quasi so Statistiken, wie viele Kriege es auf der Welt gibt, wie viele Leute irgendwie in Diktaturen oder so leben und wie viele Leute halt in Demokratien leben. Und ich glaube, da gibt es ja quasi diesen generellen Aufwärtstrend, dass immer mehr Menschen in Demokratien leben, dass es weniger Kriege gibt und so. Ich muss sagen, ich finde es gerade jetzt schwierig, weil so, ich würde so sagen, so seit 50 Jahren, oder ja, so seit 30, so seit 30 Jahren läuft es echt gut in der Welt. Aber jetzt gerade könnte es da so ein paar Entwicklungen geben, die den Trend so ein bisschen umkehren, habe ich das Gefühl. Darum fand ich die Frage auch ganz interessant. Meinst du jetzt Corona oder generell? Ja, Klimawandel, Corona. Ja, ich glaube aber auch, dass trotz des Klimawandels, sei jetzt mal die Generation, die jetzt kommt, noch
eine deutlich bessere Lebensqualität hat, haben wird als wir zum Beispiel. Als Ich wir? glaube jetzt nicht, dass die, ja, oder als die Generation, die das Kind bekommt, was auch immer. Weil ich jetzt nicht glaube, dass bis dahin die Folgen des Klimawandels so stark zu spüren sind. Bin mir nicht so sicher. Und ich glaube, also wir hatten ja jetzt eigentlich kaum so was Globales, was uns eingeschränkt hat, oder? Oder eigentlich gar nicht, oder? Also außer jetzt vielleicht mal ein bisschen Corona, was ja jetzt, also so für Ein uns jetzt bisschen auch nicht Corona. so schlimm war, ne? Ja. Also ich glaube aber trotzdem, ich meine, es wird immer Verbesserungen in der Technologie, in der Medizin geben Ja. und alles. Also Ja, klar, so ist so vielleicht, technologisch auf jeden Fall, ne? Aber ich meine, gut, ich glaube, wenn sowas wie man, wenn man. Klimawandel könnte halt echt reinficken. Ja, das Ah, Problem ist in. jetzt halt, wenn man jetzt von der nächsten Generation redet, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wenn man jetzt danach irgendwie nochmal dran denkt, vielleicht Ja, du kommt es ja könntest ja auch auch in gar einfach nicht so sagen, so absehen. deine Kinder. Ja, nee, klar, da ist, ja, weiß ich nicht, da könnte es halt sein, dass der Klimawandel da schon ein bisschen halt ausrastet. Vielleicht noch nicht, ja. Aber ansonsten danach irgendwann, sag mal so, besiedeln wir ja auch irgendwann den Mars, dann verteilt sich das alles wieder ein bisschen und so, also von daher. Genau, dann wird der Mars Ja. zugemüllt, dann Ja, ich haben wir meine, wieder einen anderen Prognosen sind halt auch Planeten. sau schwierig, ne, aber. Ja, Ja, und ich sag Also mal so, so. Ja, sag ruhig. wenn wir jetzt von meinen Kindern reden, ich meine, in Skandinavien ist die Lebensqualität eh deutlich besser als hier, also von daher. Ja, gut. Aber wenn Skandinavien dann überschwemmt wird, weil der Wasserspiegel zu sehr steigt. Muss man einfach hoch genug wohnen. Ah, gut. Nee, aber keine Kleiner Ahnung, Lifehack von ich mir. muss Einfach halt ein echt sagen, so. Baumhaus bauen. Wenn man jetzt so vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren mit heute vergleicht, so klar, so heute viel besser. Aber jetzt momentan ist wirklich so der Zeitpunkt, wo ich mir nicht so sicher bin. Ja, das kannst du nie, du kannst keine Prognose anstellen. Du Ja, weißt ja nie, was klar, aber. passiert, was es für Entwicklungen gibt, was für Welt alles so passiert. So, wenn die Leute so 1900 oder vor 1900 gesagt hätten, boah, Alter, wir leben gerade richtig gut und dann kommen so zwei Weltkriege und die klatschen die komplett aus dem Ja. Leben. So, das konnten wir auch nicht wissen. Haben wir auch gedacht, Ja, aber gut, in boah, der Zeit war es ja das auch Leben wird ja noch richtig fast super. üblich. Ja. Na, also, ich weiß es Vielleicht kommt nicht. auch irgendwann so ein Atomkrieg und fickt uns komplett, man weiß es Tja, nicht. das kannst du halt alles nicht predikten, deshalb ist diese Frage auch ein Ja, bisschen schwierig zu ich beantworten. weiß nicht, also die Sache mit Atomkriegen, ich bin immer noch der Meinung, auch wenn das vielleicht ein bisschen naiv ist, aber es gibt ja quasi dieses Agreement. Paradigma, oder, Ach also so. ja, wie soll ich sagen, also wenn quasi eine Nation Atombomben hat und Dann sind wir die alle im Arsch. andere auch Atombomben hat, dann ist quasi so dieses, jo, man kann sich quasi auf dieser Ebene gar nicht angreifen, weil sonst ist halt einfach alles verloren Kann und man schon, ja. also wenn da halt so Ja. ein Typ ist, so ein Kamikaze-Typ, der so sagt, so, ja, egal ob ich jetzt draufgehe und mein Land, Hauptsache die anderen haben nichts, Gibt's leben nicht ja mehr zum so. Glück auf der Welt gar nicht in großen Ländern so. Ja, ich weiß nicht. Also, wir hatten schon so viele Krisen auf der Welt, wo Leute, keine Ahnung, Atombomben oder Atomraketen hätten starten können. Deswegen, das sehe ich relativ entspannt. Weil ich glaube, also, wenn es dazu kommt, dann sind wir sowieso alle weg. Und ich glaube, egal wie dumm du bist, ich glaube nicht, dass du einfach Egal wie die dumm komplette du bist, die Welt USA ist dümmer. sprengst. Natürlich. Okay, Tobi, trägt hier alle Amerikaner-Fronten. Ja. Mit Recht. Oha. Imagine, Tobi, in 20 Jahren, wenn wir hier Top-Entertainer sind, Dann kommt nach alles zurück. Amerika uns Scheiße. ausweiten und auf einmal kommt dieser Clip hier Fuck. zutage, dann Ja, bist dann du reise ich in Amerika totgeldet. ein und auf einmal werde ich hier festgenommen. Na, ich sag mal so, das Gute ist halt, die Amerikaner verstehen das nicht, weil die immer nur eine Sprache sprechen. Aber wir hören jetzt lieber auf zu boosten, sonst kommt es zurück. Ja, also ich glaube insgesamt, dass die folgenden Generationen, also jetzt mal abgesehen von Klimawandel, das ist ja relativ unpredictable, was jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten quasi passiert, ob es halt immer schlimmer wird, ob es vielleicht irgendwie mal eine Mäßigung gibt von der Verschlimmerung. Also abgesehen davon glaube ich auf jeden Fall, dass es für Kinder immer besser wird. No joke, zu der Frage könntest du wahrscheinlich auch so eine 5-Stunden-Podiumsdiskussion so mit 10 Experten führen. Ja, also ich meine, du könntest auch Kann einfach man mal aber auch darauf, lassen. könntest darauf eingehen, Ich dass fände vor es 100 interessant. Jahren, dass man in vielen Ländern einfach noch Kinderarbeit hatte und so.
Also halt auch in westlichen Ländern, zum Beispiel in den USA. Ja, hast ja jetzt so. Auch noch. Also jetzt nicht mehr in den USA wahrscheinlich, aber... Ja, nee, ich meine jetzt aber so in westlichen Ländern war das auch vor 100 Jahren nicht so das Unüblichste, dass du Kinderarbeit hattest. So, damit wir nicht wieder überziehen, komme ich direkt zur nächsten Frage. Glaubt ihr, dass es Leben in anderen Galaxien gibt? Oder auch in anderen Planeten? Auf anderen Planeten? Obwohl, es sind ja sowieso andere Galaxien. Die Frage ist, was definierst du als Leben? Na, kannst du auslegen, wie du willst. Intelligentes Leben, weil wenn es jetzt um irgendwelche Organismen oder so geht, dann auf jeden Fall. Ja, Organismen sind ja klar, schon ein bisschen intelligenter. So Tiere, Aliens, I don't know. Also ich meine, ich bin natürlich getaufter Christ, ne? Deshalb glaube ich natürlich, dass Gott die Erde erschaffen hat. Ne? Deshalb kann es ja eigentlich nichts anderes geben, außer er hat... Außer in der Bibel steht nicht alles an Informationen drin. Ja, aber ich hat uns einfach was vorhin können halt, die dieser nur? Autor. Ja, aber ich frech von dem Autor. Ne? Ich kann es mir aber durchaus vorstellen, ja, dass es außerirdisches Leben, so wie man gerne sagt, gibt. Ja, also ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen anderen Herangehensansatz, glaube ich, als die Bibel. Oha, wie kommst du da zu, Alter? Nein, warte. Ich habe jetzt das auch, weil mein Endstandpunkt habe ich jetzt auch nicht von der Bibel abhängig gemacht. Also ich wollte hier Comedy machen jetzt. Ja, dann mach mal Comedy. Mach doch meinen Gag nicht. Komm, mach Comedy, let's go. Nein, also es gibt ja auch so Theorien, könnte man das nennen. Also zum Beispiel, was quasi dagegen spricht, dass es irgendwo anders intelligentes Leben gibt. Zum Beispiel, ja, das ist zeitlich gesehen, dass wir, also es könnte ja einfach irgendwo entfernt Aliens geben, aber weil die, keine Ahnung, vor, keine Ahnung, 5 Milliarden Jahren gelebt haben, so sind die einfach längst ausgestorben und dass wir die quasi einfach zeitlich verpasst haben. Dann gibt es irgendwie noch so eine Theorie, dass wenn es intelligentes Leben gibt, dass das einfach außerhalb unserer Reichweite ist. Ja, weil das ist halt auch das Problem, teilweise, also ich meine, wie lange haben wir jetzt krasse Technik, so seit 60, 70, 80 Jahren, wenn du zu irgendwelchen Planeten irgendwie Signale senden willst, dauert es halt auch einfach mal eben 1000 Jahre, keine Ahnung. Ja, also ich sag mal so, wir werden es halt nicht mitbekommen, diese Entdeckungen, falls es das geben wird, also falls es das in, sag ich jetzt mal nicht, aber, also... In einer noch erreichbaren Zahl an Lichtjahren, wollte ich jetzt sagen, Leben gibt. Aber ich meine, das ist halt auch erreichbar, ist halt auch schwer zu definieren. Das ist auch Bullshit, ja, sozusagen. Also deswegen, keine Ahnung, das spricht halt so dagegen. Und ich weiß nicht, da gibt es halt noch so ein paar andere Sachen. Ja gut, aber nur weil wir es nicht sehen oder nur weil wir es nicht erreichen können, heißt ja nicht, dass es nicht existiert. Nein, das meine ich auch nicht. Aber quasi die Frage ist ja, ob es jetzt in diesem Moment quasi irgendwo anders intelligentes Leben gibt oder quasi andere Organismen. Ich weiß nicht, das ist halt so eine krasse Frage. Da kannst du auch so wieder... Ne, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne, das fand ich jetzt frech. Ne, also das ist heute halt heute unterbreche wirklich... ich dich mal. Heute mal reverse, sonst unterbreche ich dich immer. Ich bin da so hin und her, weil zum einen ist das Universum halt so fucking riesig. Also quasi das ist einfach der Punkt. So. Also ich glaube, das Universum ist ja nicht unendlich, weil es dehnt sich ja quasi irgendwie aus und wird immer größer. Und also es gibt ja die Theorie, dass es halt irgendwie immer größer wird und sich dann quasi irgendwie wieder zusammenzieht. Ey, Cole, die Sonne ist bei mir angekommen. Expresslieferung, so Pogchamp. Bro. Insane. Er muss ja mir jetzt noch Geld überweisen. Ja. Nee, also zum einen ist halt, also es gibt ja so viele Planeten und Sonnensysteme und so ein Shit, also das natürlich irgendwie sein kann, einfach wegen der schieren Anzahl, dass es irgendwo noch genauso Bedingungen gibt wie zum Beispiel auf der Erde. Andererseits, ich meine, wir leben halt quasi wirklich in so einer ganz, ganz kleinen Zeitspanne von Millionen, Milliarden von Jahren, die unser Universum existiert. So, dass wir quasi auch einfach die anderen Leute da verpasst haben könnten. Ich glaube halt wirklich dadurch, dass es halt so riesig ist, das Universum, dass es irgendwo irgendwas gibt. Wenn es auch nur so
für uns so tierartig ist oder so und jetzt nicht groß so für uns sprechen kann oder so. Aber ich glaube, irgendwas wird schon irgendwie geben. Ja, also ich meine, Koljas Punkt macht halt einfach schon Sinn mit der Zeitspanne. Ja. Also das ist schon auf jeden Fall, finde ich, ein logischer Punkt. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, es kann genauso wie der Mensch entstanden ist, auch auf einem anderen Planeten, vielleicht nicht mit den gleichen Voraussetzungen, was zum Beispiel die Atmosphäre angeht etc., Leben entstanden sein, was natürlich irgendwie dann entweder genauso schlau wie der Mensch sein muss oder dümmer. Weil ich meine, wenn sie übel schlau wären, dann hätten sie ja vielleicht schon Kontakt mit uns aufgenommen. Aber außer, die haben so gesehen, boah, die Menschen, übel dumm einfach. Ja, aber stellt euch mal wirklich vor, wir würden auf einmal so andere Menschen finden, dass wir auch wirklich so, die auf wirklich so richtige Menschen wären. Und die wären einfach sogar so auf so einem ähnlichen Stand wie wir. Das wäre ja komplett insane. Yo, what up, Dog? Ey, Homie, was geht? Die haben einfach so die gleichen Memes wie wir. Ja, wir haben so eine Parallelwelt, so. Das wäre voll wild. Lass mal eine Serie darüber machen. Über Sternkriege. Alter, Pfeifet. Na, aber ich weiß, ich glaube, für die Menschen wäre es irgendwie auch gar nicht so nice, wenn wir irgendwo anderes Leben finden würden. Weil entweder ist das andere Leben dümmer als wir, dann sind wir direkt so, jo, was für Tiere so. Wir sind ja nicht mal richtige Menschen. Erstmal ein paar Sklaven ranholen, Alter. Ja, oder, also entweder denken wir direkt so, jo, das sind halt irgendwelche Tiere und dann werden in irgendwelche Farmen gesteckt und dann können wir bald, keine Ahnung, essen wir irgendwann Tentakelköpfe oder so bei KFC im Weltall. Tentakel gibt es ja jetzt noch gar nicht. So, naja, was weiß ich. Baby-Yodas. Wir essen dann irgendwelche Baby, so ganz kleine Baby-Yodas essen wir dann bei KFC. Die kann auch nicht richtig sprechen, die kann man schon lieber essen. Kentucky Fried Yodas. na, oder die sind halt viel, viel schlauer als wir und dann ist halt so, dann essen die uns halt irgendwie in KFC-Buckets. oder die essen uns halt einfach nicht. Ja, da gibt's einfach so nichts dazwischen. Entweder Bro. Die essen uns oder wir essen die. Das ja. Nicht. Ja, oder wir, keine Ahnung, wir stecken die in den Zoo oder die stecken uns in den Zoo. So. Ja. Schwierig. Tobi, machen wir da, wenn Corona vorbei ist, machen wir dann einen Film drüber, oder? Ja, machen wir safe. Ey, das ist einfach nur eine Geschäftsidee. Plan Jungs, jetzt schon Geschäftsidee. Aber jetzt hätte ich echt Bock, sowas zu machen. So mit VFX. Boah. Jungs, über welche? Ein paar Modelle, ein paar Props. Ja, Alter, wild. Das macht alles wieder Sinn. So kommt alles zusammen. Jungs, über welche Aktivitäten würdet ihr euch morgens nach dem Aufstehen am meisten freuen? Wenn ihr jetzt so, ohne dass ihr es jetzt realistisch sehen würdet, einfach mal so sagen würdet, so was wäre der Shit? Wenn ich jetzt aufwache und das Erste, was ich mache. Ja. Lacht sich jetzt Kolja gerade weg oder was ist das da für ein Move gewesen? Cool, geht ja, zur Sonne. Ich lach mich weg. Yannick überlegt. Kolja überlegt. Ja. Und überlegt. Du überlegst ja anscheinend auch, Kolja, sonst hättest du ja schon was. Ja, gesagt. Eben. Nee, mir ist was eingefallen und dann habe ich gedacht, das wäre sehr, sehr lustig und dann habe ich überlegt, das zu sagen und dann ist mir aufgefallen, dass das richtig depressing ist und dann war ich so. Ja, jetzt hau raus, jetzt müssen wir was wissen, Kolja. Nee, ich weiß nicht, wie war die Frage noch genau? Über welche Aktivität würdet ihr euch morgens nach dem Aufstehen am meisten freuen? Ich glaube, wenn mir jemand Frühstück ans Bett bringt. Ja, das ist ja jetzt keine Aktivität. Also Frühstücken. Das Nice, was du dir vorstellen könntest, wäre so Frühstück im Bett. Hä, ja. I guess. Maybe. Okay. Vielleicht sogar Frühstücken machen. Ich glaube, es wäre einfach Frühstücken machen. Einfach so ein geiles Frühstücken machen. Wenn ich wieder ins Gym gehen kann. Ich schwöre. Also wirklich. Wenn ich aufstehen könnte und dann direkt ins Gym gehen könnte, das wäre... Vorher nimmt mir halt meinen Punkt so ein bisschen vorweg. Bei mir wäre es auch so richtig nice, das Workout zu machen oder so. Und danach dann auf entspannt essen. Nee, ich würde einfach direkt in die Küche gehen und ein geiles Frühstück machen. Aber dann wäre auch die Voraussetzung, dass ich morgens überhaupt schon Hunger habe. Weil das ist im Moment nicht so. Morgens aufstehen, erstmal Bier brauen. Yeah. Ja, wenn du das abends anfängst, dann bist du auch nicht fertig. Also von daher ist ja auch ziemlich blöd. Alter Vogel, du. Ziemlich blöd, ey. Ja, du alter Arschgeiler, du. Was hast du gesagt? Ich komm dir da gleich rüber. Oh nee. Ja, ich komm dir da gleich rüber.
Tobi, bevor das hier so weitergeht, möchtest du mir die nächste Frage stellen? Ja, ja. Jetzt kommt noch mal eine seriöse Frage. Welchen Einfluss hätte das auf eure Entscheidungen, wenn ihr euch nicht um eure Rente kümmern müsstet? Gar keinen. Gar keinen. Das ist ja, eigentlich stark, so, weil dann machst du ja eigentlich alles richtig. Boah. Ich bin einfach so schlau. Jetzt ist gar. Ja, also ihr müsst halt auch ein bisschen in die Zukunft denken, so was es in Zukunft für Einflüsse vielleicht hätte. So. Würdet ihr vielleicht einen anderen Job machen? Würdet ihr vielleicht mit eurer Zeit anders umgehen? I don't know. Nö. Ich glaub, Teilzeit ich arbeiten. Nicht. Ich glaube, selber nicht, nicht. Gar nicht arbeiten. Ja, ich meine, wenn ich 10 Millionen habe, brauche ich mir auch meine Rente keine Sorgen mehr zu machen. Also von daher. Nee, darum geht es. Also, es wäre dann einfach so, als würde es dieses Rentending nicht geben. So. Es wäre jetzt nicht so, als hättest du jetzt schon so viel Geld, aber du müsstest halt einfach nicht sparen. Nee, also ich glaube, ich würdest du irgendwie andere Sachen. Ich meine, ihr spart jetzt wahrscheinlich alle noch nicht so auf eure Rente, ne? Aber würdet ihr dann vielleicht. Bro, in Tobi, in dem Thema Zukunft richtig so drin. Hast du schon mal was von Rentenversicherung und Direktversicherung gehört, Tobi? Nee, habe ich noch nie gehört. Ja. Ja, also, was soll sich da jetzt so groß ändern? Na, es kann halt sein, dass du zum Beispiel einen anderen Job machen würdest oder irgendwie nur noch Teilzeit arbeiten würdest, sowas halt. Ich meine, Koya arbeitet so oder so nicht, von daher. Bei ja, ihm merkst du es aber gar nicht. Jetzt gerade noch was verändern? Ja, bei mir nicht. Nee. Ja, ich glaube, also ich bin wahrscheinlich auch in dem Thema nicht so drin wie Tobi, der jetzt schon auf seine Rente sweatet. aber Tobi rechnet sich jetzt schon aus, wann er in Rente kann. Ja, ja. Also ich glaube, das sind eher so Sachen, da machst du erst mit, keine Ahnung, 30 oder 40 so richtig Gedanken drum. Also im besten Fall schon also, früher, es aber geht ja gar nicht so krass um die Rente an sich, sondern halt darum, wie du so dein Leben davor angehst, ne? Ich würde sagen, da kann man sich nicht früh genug Gedanken drüber machen. Nee, ja. Aber ich sag mal so, ist ja eigentlich gut, wenn man jetzt nicht groß was ändern würde, weil das wäre dann ja eher schlechtes Zeichen, wenn man irgendwas anders machen würde, nur wegen der Rente. Ja, keine Ahnung, vielleicht einfach ein, zwei Kinder mehr bekommen. Die dann halt lieber 6, 7 statt 5 oder so. Naja, chillig. Genau, ich möchte 14 Kinder haben. 14 nur? Ja. Also ich habe das dann schon so unterteilt, wer für was sorgt. Eben, du willst doch den Bauernhof auf dem Baumhaus bauen, oder? Und da brauchst du auch Arbeitskräfte. Genau. Da sind wir schon wieder bei Kinderarbeit. Das dreht sich ja heute alles im Kreis bei der Folge. Ist doch keine Kinderarbeit, sind doch deine Kinder, die machen doch alles freiwillig. Eben. Die wurden halt dazu erzogen, dass sie freiwillig die Arbeit machen. Ach. Kommt bei Koi alles mit guter Erziehung. Genau. Ja, Jungs, hast du das letzte Frage bei mir wäre jetzt nicht wie eine Frage, aber eine Aufforderung. Zeigt das letzte Scheiße. Bild, was ihr auf eurem Handy habt. Oder das neueste Bild. Boah, ey, das ist wirklich. Muss jetzt auch erstmal das kann ich euch nicht zeigen. Warte, muss das aus alle Fotos sein oder quasi das Foto, was ich mit. Ich habe jetzt bei mir aus alle Fotos. Ja, okay. Habe ich gestern auf Twitter habe ich mir ein. Ja, stimmt, beschreibt mal für unsere Podcast-Zuhörer, was wir schreiben. Also auf meinem Foto sieht man einen 3D-Modell, was ich gerade schon in die Kamera gehalten habe. Gut, das ist natürlich jetzt ein starker Punkt. Ne? Das ist natürlich jetzt ausgespielt. Ja, ich wusste das einfach vorhin schon. Selbst davor, das Bild wäre auch nochmal ein 3D-Modell gewesen. Pfeifelt. Koya, bei dir, beschreib mal. Also, das ist von Twitter habe ich mir ein quasi Reply gejoinkt. Da sieht man eine Person, eine gezeichnete Person. Meine Güte, das ist wie heißen die denn? So mit schwarz-weiß gezeichnete Figuren, Skizze. Die es in Memes immer gibt. Und der hält so eine Kamera in der Hand und guckt so super. Ja, nicht so ganz Stickman-mäßig, aber diese, die dann. Ja, meine Güte, ich kann es nicht beschreiben. Das ist halt einfach dieser Guy von den ganzen Memes. Und der hält so eine Kamera in der Hand und guckt so super unbeteiligt. Und dann steht da so, Can I go now, guys?
Und das war, glaube ich, als Reply auf einen Tweet, wo jemand so ein richtiges Cringe-Video gepostet hat auf Twitter. Und dann hat jemand geschrieben, so, der Kamera-Guy ist gerade so richtig dieses Bild. Ja, cool, schick mal rüber, dann wird es in unser YouTube-Video eingeblendet. Da könnt ihr euch das dann auf jeden Fall anschauen. Ich kann ja auch einfach mal das letzte Bild, was ich davor hatte, reinpacken. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter als... Bei mir ist es tatsächlich... Ich habe extra vorher nicht nachgeguckt. Aber gut, ich hätte es mir auch ein bisschen denken können. Weil ich war tatsächlich gestern mit meinen Halbgeschwistern unterwegs. Oh mein Gott, Corona. Und, Superspreader-Event. Da habe ich ein Foto von meinem Bruder gemacht, wie er um mich herum Laufrad fährt. Oh. Nicht so speziell eigentlich. Ja. Also bei mir das letzte Bild, was ich davor vor den 3D-Modellen hatten, war actually der Quake-Charakter, den ich gestern Abend gespielt habe. Und das ist so ein sehr mageres, billiges 3D-Modell von dem Skelett. Da habe ich auch in die Gruppe geschickt. Also von daher. Auf jeden Fall wilde Bilder am Start. Nee, ist nice. Kennt ihr diese Person? Kenne ich auch nicht. Kennt ihr diese Person, die, wenn man nach irgendwie fragt oder nach irgendwelchen Bildern fragt oder die irgendein Bild auf ihrem Handy zeigen wollen, also meistens irgendwelche Typen, und die scrollen dann einfach durch ihre Galerie und dann so, Nudes, und du bist so, Bro, so. Also, weil die zeigen dann ihr Handy quasi auch nicht, sondern du hörst das nur ein bisschen so, ja, komm, genau. Ja, gut, die Frage ist halt, was das für Bilder sind, ne? Ja, Qualitätskriterium. Ach so. Tobi will dann direkt die Nudes sehen und ist, ja. Schön mal auf weiter zu scrollen. Mach mal glatte 4 würde ich geben. Naja, aber es gibt halt immer so dumme Leute, die auf WhatsApp immer so Bilder schicken, so jeden Freitag oder so zum Beispiel. Da kann man dann halt auch wenig gegen machen, ne? Meinst du die Freitag-Titis? Ja, komm mir bekannt vor, cool. Ich weiß nicht, wie du drauf jetzt kommst. Da muss ich aber ganz groß. Ha, die Zeiten sind ja jetzt bei uns auch wieder vorbei anscheinend. Zum Glück, Alter. Schon seit längerem, ne? Besser ist, ey. Ey, no joke, ich hab die Bilder auch immer... Also deswegen kann ich mich davon jetzt auch nicht freimachen. Ich hab die Bilder immer versucht, direkt zu löschen, damit es gar nicht zu so Situationen kommt. Ey, Digga, das war mir auch zu blöd, Digga. Dann hab ich die halt auf dem Handy, Digga. Juckt doch niemanden. Ja, nein, aber... 20.000 Bilder auf dem Handy. Imagine, du willst jemandem was auf deinem Handy zeigen. Und du weißt nicht, dass da solche Bilder auf deinem Handy sind. Und dann musst du erstmal erklären, warum du 25.000 Bilder... Von irgendwelchen nackten Weibern. Von irgendwelchen Freitag-Titis. Ja, ist halt drum so, aber ich zeig halt auch niemandem Bilder, so, dann passiert das halt nicht. Ja, keinen Bock hab, die immer zu löschen. Tobi verbirgt halt seine Privatsphäre vor anderen Leuten. Eben. Ich bin halt sowieso so. Tobi lässt die Leute gar nicht an sich ran. Ja, eben. Tobi hat einfach gar keine Leute, denen er Bilder zeigen kann. Perfekt. Eben. Ja. Das löst viele Probleme. Kolja hatte eigentlich vorhin gesagt, sein Punkt wäre sad, aber Tobi, das ist jetzt wirklich sad. Ah, tu. Ja. Und sehr depressing. Ja, darum wollte ich jetzt auch einfach mal von euch Bilder sehen. Und Tobi wollte uns natürlich auch sein Bild zeigen, damit das mal machen konnte. Ja. Endlich. Einmal im Leben. Neue Bucketlist-Punkt abgehakt. Gott. Nee, Jungs, ich würde sagen... Wir haben jetzt hier so knapp unter einer Stunde. Wir müssen auch mal die Leute wieder ein bisschen entspannen, ein bisschen mal wieder die Watchtime runterkommen lassen und so. Ne? Deshalb nächste Folge 20 Minuten. Genau. Ja. Sehr gut. Schaut auf Instagram vorbei, da gibt es vielleicht auch nochmal ein paar Bilder zu der Folge. Und lasst ein Like da, lasst ein Follow da, lasst ein... Da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.